Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Tetris 99 oder auch Tetris Battle Royale. Das wurde gestern vorgestellt auf der Nintendo Direct. Kann man sich kostenlos runterladen, man braucht halt leider diese Internetfunktion der Nintendo Switch, damit man das spielen kann, weil ihr seht schon, man tritt gegen 98 andere Spieler an und ich habe eben mal in die Option geguckt, weil da gibt es interessanterweise einmal die Steuerung natürlich. Also man kann sich Steine zurückhalten mit diesen Vorrat-Tasten, aber was für mich neu ist und was ich noch nie in irgendeinem Tetris gesehen habe, ist dieses mit Angriffsziel auswählen und Angriffsstrategie mit den beiden komischen Pads hier. Und man kann anscheinend nur mit dem D-Pad die Steine bewegen. Bin mal gespannt, wie sich das spielen lässt. Ihr seht oben rechts, ich habe es noch kein einziges Mal gespielt, ich bin noch Level 1 mit 0 Punkten und ja, wir spielen einfach mal eine Runde. Das sind jetzt quasi meine Ersteindrücke, Leute. Okay, da haben wir schon mal ein paar. Das ist nämlich auch die Sache, ich bin gespannt. Jetzt am Anfang kann man das natürlich noch gut gegen andere Leute spielen, gegen 98 andere. Aber es dauert jetzt auch schon verdammt lange. Ich bin gespannt, wie lange man überhaupt 98 Leute in diesem Spiel immer findet. Weil anscheinend kann man es ja nicht anders spielen. Man muss immer 98 andere Leute finden, die das gleichzeitig mit dir spielen wollen. Müssen wir mal schauen, ob das nach einer Woche überhaupt noch überlebt, dieses Spiel, oder nicht. Ich habe richtig lang kein Tetris mehr gespielt. Ich wurde anscheinend hier schon ausgewählt. Ich kann kontern? Okay, ich habe kontern jetzt ausgewählt. Ich habe keine Ahnung. Man hat ja anscheinend so Angriffsmuster, die wähle ich dann mit der rechten... mit dem rechten Joystick auf. Jetzt steht hier irgendwie... Achtung, ich wurde anscheinend schon als Ziel ausgewählt oder sowas. Ja, jetzt habe ich auch diese komischen grauen Klötzchen da unten. Das finde ich ein bisschen komisch. Wie drehe ich denn meinen A? Achso, man kann die auch zurückhalten, ne? Okay, dann probieren wir doch einfach mal ein paar richtig geile Tetrisse hier zu machen. Wenn ich weiß, was ein Tetris ist, also was ein Tetris in Spiel Tetris ist, das kriegt man dadurch hin, oh Gott, ich habe das wirklich lange nicht mehr gespielt, dass man vier Reihen auf einmal abbaut. Dafür ist halt dieser Tetris-Stein, den wir uns gerade in Hinterhalt halten, eigentlich richtig gut, aber ich glaube, ich muss jetzt ja trotzdem mal ein bisschen was abbauen, denn mir geht's hier gerade nicht so gut. Die Hälfte meines Spielfelds ist schon weg. Nicht so cool. Aber eigentlich... es ist schlauer, wenn man tatsächlich immer so ein Tetris machen will oder halt so viele Reihen wie möglich abbaut, gleichzeitig. Okay, noch so ein komischer Tetris-Block, den können wir hier einfach hinstellen. Wenn wir jetzt... oh, jetzt haben wir eine sehr gute Chance, einen Tetris zu bilden. Ich habe wirklich seit Ewigkeiten kein Tetris mehr gespielt, von daher... oh, finde ich das ein bisschen schwer. Wir können ja zumindest zwei auf einmal abbauen. Das hätte eigentlich gute Ausgangspunkte haben können, um ein richtig cooler Tetris zu werden. Aber das jetzt gerade sieht eigentlich auch ganz okay aus. Und ja, man muss halt gegen 98 andere Spieler überleben. Und das Ziel ist es wie bei dem klassischen Battle Royale. Das ist sowieso witzig, dass sie das so Battle Royale-mäßig machen. Ich werde angegriffen. Nein, hier, fast Tetris. Immerhin. Wow. Okay. Also es ist das Ziel, gegen die ganzen anderen Leute zu überleben. Kann man? Okay, man kann die grauen Steine auch wegmachen. Es ist gar nicht so einfach dabei zu kommentieren, während man... wow, okay, da war richtig der krasse Angriff. Oh mein Gott, okay, wir müssen ganz schnell die Sachen abbauen. Oh, da kommt schon... ja, GG. Jetzt ist... mein Mikrofon ist leider wieder ausgegangen. Wir sind 53. geworden. Shit. Doch, besser... nee, nicht besser als die Hälfte. Fast besser als die Hälfte. Fürs erste Mal gar nicht so komisch. Ich frag mich... man kann wohl irgendwie die Leute angreifen, speziell. Guck mal, die greifen sich da alle im Hintergrund an. Das ist richtig strange, Leute. Gut, wir könnten denen jetzt noch zugucken, aber ich glaube, das wollen wir nicht. Ne? Nein, wir spielen nochmal. Jetzt sind wir bestimmt besser in diesem Spiel. Wie gesagt, ist kostenlos. Könnt ihr euch einfach runterladen im E-Shop. Unter neue Ankündigung ist das gerade drin. Und ich habe gerade gar nicht den linken Joystick benutzt, fällt mir gerade auf. Ich habe nur den rechten benutzt, um da Konter und sowas zu machen. Zufall, ja, Zufall nehmen wir. Achso, und hier mit dem linken kann ich jetzt Gegner auswählen. Ah, man kann das also tatsächlich aktiv steuern, wen man angreifen will. Oh, da muss man auf richtig viele Sachen gleichzeitig achten. Harley Marley, kann man die Steine auch schneller fallen lassen eigentlich? Irgendwie geht das... oh, irgendwie geht das bestimmt, oder? Ah, okay, man kann den Vorratstein auch nur einmal nutzen. Also nicht zweimal für zwei Steine. Und geht das in diesen Tetris auch, dass man hier, wenn man ganz schnell ist, den da rein tut? Ja. Gut, den behalten wir erstmal. Und wir können hier komische Leute angreifen. Also wenn sich mehrere Leute auf einen... einschießen, dann ist das schon ganz schön assig. Möchte ich mal so meinen. Ich weiß leider, ich habe mir leider nicht gemerkt, wie man die Steine schneller zu Boden packt. Das ist ein bisschen blöd. Oh, jetzt haben wir zwei davon. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt tatsächlich mal ein Tetris, Leute. Hier, Tetris. Wir kriegen ein Tetris hin. Pass auf. Bam, Tetris.
Sagt er auch Tetris? Nee, das ist schade. Er hätte ja wenigstens mal Tetris sagen können. Wir müssen hier aber auf jeden Fall die ganzen grauen Steine wegmachen, weil sonst haben wir gar keine Schnitte. Ich würde den Stein gerne schneller zu Boden packen. Aber ich weiß nicht wie. Und eben war wieder gar nichts ausgewählt für mein Angriffsziel. Das ist immer richtig komisch. Anscheinend greift man einmal an. Und danach muss man dann wieder sein neues Angriffsziel auswählen. So kann ich mir das zumindest vorstellen. Den will ich gerade nicht. Achtung, Achtung, zwei Leute auf mich! Wollt ihr mich verarschen? Hört auf mich zu gehen! Guck mal, zwei Leute greifen mich an! Weil ich nicht so gut bin oder was? Vor allem, warum denn beide gleichzeitig? Die haben einfach beide gleichzeitig ihr Ziel geändert. Richtig assig. Also entweder, ich kann mir vorstellen, dass sie entweder... Okay, wir müssen hier kontern. Dass sie entweder, wir können auch mal auf jemand anderen gehen. Dass sie entweder gerade einen rausgehauen haben und deswegen... sind die automatisch auf mich jetzt gegangen, deswegen. Oder aber... Die haben sich wirklich abgesprochen oder so. Oder es war wirklich nur Zufall. Das kann natürlich auch sein. Okay, aber dieser... Komm, wir sind besser. 69 gerade. Nee, Moment. Das machen wir noch nicht. Wir versuchen natürlich wieder so viele wie möglich abzubauen. Den können wir in Hinterhalt behalten. Boah, aber das Einzige, wo ich immer mal Tetris spiele, ist tatsächlich im Flugzeug, Leute. Wo spielt ihr Tetris? Ich hatte das früher auch auf dem Gameboy, aber da habe ich es nicht so oft gespielt. Aber im Flugzeug, da gibt es auch immer ein Tetris. Und da finde ich das auch immer richtig witzig, das mal zu spielen. Wir haben ja eigentlich auch wieder eine richtig gute Ausgangslage, um Tetris zu machen. Okay, nur noch 50 Spieler. Jetzt wird es anscheinend krasser. Ich hätte gern den anderen. Denn wir haben hier wieder... Nee, fast ein Tetris. Oh, ich habe den da links nicht gesehen. Verdammt. Okay, also 50 Spieler wird es auf jeden Fall schwerer. Wir haben unseren neuen Rekord. Und die greifen mich gerade alle an. Hier, Konter. Ich mache euch alle fertig. Ich bin hier der beste Tetris-Spieler ever. Gott. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig. Yo! What? Dass man... Ah, dass man die Steine schneller zu Boden kriegt. Krass sind die stark. Was bedeutet diese 2 hinter meinem Namen? Guck mal, die anderen haben da 8 und 16 und so ein Kack. Wie viele Tetris man gemacht hat? Nee, ich habe ja nur einen gemacht. Was mag das heißen? Ah, und dann sieht man auch, welchen Rang man hat. Hier diese Grünen mit diesen komischen Knospe da dran an ihren Cube. Das sind wahrscheinlich Level 1er. Und die anderen sind auf jeden Fall höher. Ach, das ist das Level. Ja klar, ich bin Level 2. Jetzt raff ich's. Dieser blaue Dude ist Level 20. Und was sind diese ganzen Pfeile? Guck mal, der Typ oben rechts, der hat 3,5 Pfeile irgendwie. Was bedeuten die denn? Man weiß es nicht. Okay, wir müssen noch mal ganz kurz hier raus. Ich gehe noch mal ins Hauptmenü, weil ich möchte unbedingt wissen, wie man die Steine schneller zu Boden kriegt. Das ist nämlich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Freier Fall, indem man nach oben drückt. Okay. Habe ich verstanden. Nochmal, ich will zumindest Level 3 werden. Hä? Macht eigentlich voll Bock, das Spiel. Früher bei Facebook gab es nämlich auch mal so ein Tetris-Spiel. Allerdings kann man da, glaube ich, nur mit höchstens 3 anderen Leuten spielen. Und da kommt man den Gegnern dann auch immer was schicken und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich verstehe halt leider noch nicht, wie die Angriffe genau funktionieren. Also ich kann zumindest einen Gegner auswählen, aber was ich da dann genau mache, um den anzugreifen, keine Ahnung. Das ist dann wahrscheinlich dieses Konterding und sowas, ne? Leichter K.O. Ich nehme mal leichter K.O. Jo, wie die mich alle schon angreifen. Hier, drei Leute greifen mich an. Was ist denn los mit euch? Ah, okay. Das funktioniert. Nach oben drücken, damit das schnell nach unten fällt. Das ist doch auch bescheuert. Und nach unten drücken, damit er so leicht nach unten fällt. Leichter Fall haben die das, glaube ich, genannt. Interessant. Oh, bin ich langsam. Konter! Ich mache jetzt einfach immer, wenn die mich angreifen, dann mache ich erstmal eine Konterattacke. Easy. So. Mit denen kann ich ja gar nichts anfangen. Der ist auch scheiße. Na gut, wir machen nur 2 kaputt hier. Passt schon fürs Erste. Oh, ich bin so unfassbar langsam. Und wir haben zweimal denselben Stein. Das ist doch auch doof hier alles. Okay, erstmal alles wegmachen. Erstmal auf Null bleiben. Das ist bestimmt auch nicht so schlecht. Jetzt habe ich mir schon wieder alles verbaut hier. Ich muss das da unten wegkriegen. Das sieht nicht gut aus. So. Immer schön auf Konter gehen. Damit die mich auch ja nicht angreifen. Die sollen merken, dass ich mich auch wehren kann. Ich bin kein Mobbing-Opfer. So. So. Boah, das ist gewöhnungsbedürftig mit dem D-Pad zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Und dass man nach oben drücken muss, damit er schnell nach unten fällt, ist auch komisch. Ich glaube, ich muss mal meine Steuerung umstellen. Macht aber Spaß. Also, mir gefällt es soweit. Dann nehmen wir den anderen hier. Okay, jetzt müssen wir aber auch langsam mal wieder was abbauen. Oh, der war richtig schlecht. Der kommt genau richtig. Komm schon, ich habe das Gefühl, dass da gleich wieder ein Angriff kommt. Da habe ich gar keine Lust drauf. So, wir müssen jetzt aber... Mann, wieso kriegt man diese Zeilen hier nicht weg? So. Der sieht doch gut aus.
Wieso wird das hier nicht weniger? Es wird immer nur mehr. Ach, der ist gut. Glaube ich. Der war gut, oder? Ja, ja. Alles super hier. Der ist richtig blöd. Was machen wir mit denen? Ich weiß es nicht. Das bringt uns alles nichts. Das sind alles blöde Steine, die... Oh nein, ich verbaue mir hier gerade wieder alles. Vielleicht so? So? Ich bin gleich tot? Hallo? Konter? Oh nein, ich bringe mich selber um, weil ich einfach schlecht baue. Nicht, weil mich andere angreifen, sondern einfach, weil ich dumm bin. Nein, Moment, hier, so. Und der ganz nachher... Okay, gerade nochmal gerettet. Holy moly. Moment, nein, 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 dann mache ich wenigstens so, ja. Der kommt dahin und dann nehmen wir jetzt unseren anderen. Und nein, nein, Moment, nein! Wieder schlechter. Ich fliege immer so bei 50 raus. Richtig lame. Kann man noch was freispielen, wenn man Level up kriegt? Wahrscheinlich nicht. Ihr witzig. Ihr witzig. Der Arty Game. Mich wundert das ein bisschen, dass das mit dem, mit den Nintendo-Servern so gut funktioniert, weil das sind ja nicht die besten. Na gut. Dann würde ich aber sagen, was das mit dieser kleinen Runde mit Tetris. Ich wollte das nur kurz zeigen und euch gesagt haben, dass es halt kostenlos ist, weil ich habe das in der Direct nicht so mitbekommen, dass man das kostenlos runterladen konnte. Und ja, wenn ihr spielen wollt, einfach mal runterladen. Wenn ihr den Switch habt, dann auf jeden Fall runterladen. Und ja, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.